Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Milliarden Jahre sind vergangen, seit unser Sonnensystem entstanden ist. Millionen Jahre, seit sich Leben auf der Erde regte und der Mensch in die Geschichte trat. Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. Es war im Jahre 3761 jüdischer Zeitrechnung, mehr als 2000 Jahre seit Abrahams Geburt, 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens führte, 1000 Jahre seit der Salbung Davids zum König in Jerusalem. 752 Jahre nach der Gründung der Stadt Rom, im 42. Jahr der Regierung des Kaisers Augustus. Als weite Teile des Erdkreises der Herrschaft Roms unterstanden. Da kam Christus, der Sohn des ewigen Vaters, in die Zeit und wurde Mensch, um alle Welt zu heiligen durch seine rettende Ankunft, empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria, kam er in Bethlehem im jüdischen Land zur Welt. Heute feiern wir die Geburt Jesu. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang, unser Ende und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott sprach: Licht soll aus der Dunkelheit aufstrahlen. Und Gott hat uns ein helles Strahlen in unsere Herzen gegeben, sodass wir das Leuchten der Gegenwart Gottes im Angesicht des Messias Jesus erkennen. Herzlich willkommen Ihnen und euch allen zu einer weiteren Weihnachtsandacht aus der Evangelischen Kirchengemeinde Uerdingen. Yeah.
Ewiger Gott, in diesen Tagen feiern wir das Geheimnis, dass du uns in Jesus Christus nahe gekommen bist. Rühre unsere Herzen an und bewege uns zur Hoffnung. Hilf uns, den Weg zu finden zum Kind in der Krippe, damit es Liebe in uns wecke, unser Vertrauen stärke, der Geduld langsam Atem schenke und unserer Hoffnung Weite bringe. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen. Aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Liebe Weihnachtsgemeinde, hier in Krefeld kann man mit bloßem Auge nicht viel vom nächtlichen Sternenhimmel erkennen. Wir leben in einem stark lichtverschmutzten Gebiet, darum sieht auch wohl kaum jemand auf, um die Sterne zu bewundern. Aber in Gegenden, wo die nächste große Stadt weit entfernt ist, braucht man sich gar nicht mühen, die übergroße Fülle der Sterne zu erkennen. Es ist überwältigend. Der Anblick lässt einen ganz still werden und staunen. Welch ewige Zeiten und Weiten tun sich da auf. Gedanken beschleichen uns, wie klein und unwichtig wir selbst sind angesichts dieser Sternenwelten. Ich kann mir gut vorstellen, warum Menschen sich schon so früh genauer mit dem Sternenhimmel befasst haben, Fixsterne erkannt und die Bahn der Planeten berechnet haben und Querverbindung zum Schicksal der Menschen gesucht haben. Wie sehr also muss die Sternkundigen das Erscheinen eines Megasterns oder einer hellstrahlenden Konjunktion interessiert haben? Für sie war klar, dass etwas ganz Neues beginnt. Die Sterne deuteten nicht nur auf einen neuen König, sondern auf ein ganz neues Weltzeitalter. Und auch klar, dass sie als Wissenschaftler dabei sein wollten, wenn eine neue Zeit anbricht.
Die Sternkundigen sind nicht erstaunt, dass ihr erster Versuch im Palast in Jerusalem nicht erfolgreich war. Und es schockt sie auch nicht, sich in ihren prächtigen Gewändern in den Stallmist zu knien, als sie den König aller Könige schließlich gefunden haben. In dem neugeborenen Jesus erkennen sie den, der als Erwachsener Neues schaffen wird. Klar, dass er nicht in alten Strukturen aufwächst wie ein Prinz, sondern ganz neue Wege geht. Und sie haben ja recht damit. Jesus hat unerhört Neues heraufgeführt, indem er von der Liebe und Gnade Gottes sprach, statt von seiner Allmacht und Gerechtigkeit. Sogar den Tod hat er besiegt, auch wenn das für manche noch undenkbarer erscheint als die Umstände der Zeugung und Geburt des Gottessohnes. Die Weisen sehen in diesem kleinen Kindergesichtchen Gottes Liebe aufstrahlen. Es wärmt sie bis in ihr Herz. Ihre Reise war nicht vergeblich. Der ewige Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat und der den Himmel über uns weiterhin im Gleichgewicht hält, findet uns Menschen nicht zu klein und unwichtig. Er schickt uns seinen geliebten Sohn, besucht uns sozusagen auf dieser Erde und ist bei uns, weil er uns liebt. Gebe Gott, dass auch wir das Leuchten der Gegenwart Gottes in seinem neugeborenen Sohn Jesus erkennen. Es wird uns befreien zu einem Leben im Glauben an ihn. Es wird uns beistehen, in schlimmen Zeiten die Hoffnung nicht aufzugeben. Denn seine Liebe wird uns helfen, unser Leben zu bestehen. Amen. Thank you.
Lassen Sie uns zusammen beten. Gott, du schaffst und du lenkst die Sterne. Du lenkst auch unser Herz. Komm uns entgegen, damit wir zu dir kommen können. Schütze alle Kinder und die Neugierigen für Neues bereiten. Sei bei den jungen Eltern und allen anderen, für die Neues beginnt. Gott, wir bitten dich für alle, deren Kräfte am Ende sind, die keinen Ausweg finden aus den Tälern ihrer Not, die keinen Schimmer Hoffnung sehen oder die geblendet sind von der Leere um sie herum. Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden, für die Traurigen, die Hungrigen nach Brot und nach Leben. Sei ihnen allen nahe und lass sie den Schein deiner Liebe sehen, für den kein Tal zu tief und kein Dunkel zu finster ist. Gott, wir bitten dich für die im Dunkeln, denen die letzten Monate Arbeit, Einkommen und Gewissheit genommen haben, für die, die sich noch immer mehr mühen müssen als sonst und für die, die kein gutes Wort mehr hören. Öffne ihnen die Augen, damit es hell wird in ihrem Leben. Gott, wir bitten dich um Trost und Hoffnung für die ganze Welt. Erfülle uns mit deiner Liebe. Hilf uns aufzubrechen in eine neue Zeit, in der Nächstenliebe und Frieden kein Fremdwort mehr sind. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen. So segne dich der ewige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Frohe Weihnachten! Glück, Segen und Frieden im neuen Jahr wünschen Ihnen Heike Klute und Laura Bowinkel. Gott schütze Sie.